Hey Freunde und herzlich willkommen zurück zur vierten Etappe der diesjährigen Tour de France. Und wir sind jetzt kein Favorit mehr für den Sieg. Wir haben ja eine deutlich anspruchsvollere Etappe als die letzten beiden. Das ist ein bisschen traurig, weil wir in den letzten beiden Etappen echt ein bisschen Pech auch dabei hatten, würde ich sagen. Beziehungsweise ich da noch nicht so ganz gut aufgestellt war. Aber wir werden trotzdem versuchen, heute ein gutes Ergebnis mit Sam Bennett einzufahren und ja, möglichst Punkte auch fürs Punkte-Trikot zu sammeln, so gut es eben geht. Und herzlich willkommen in Frankreich nach dem gestrigen Transfertag geht es dann auch heute wieder weiter und wir werden erstmal gucken, dass wir alle unsere Fahrer nach vorne bekommen, wie üblich. Man möchte ja schließlich nicht hinten in einem Sturz verwickelt sein und wir haben hier unsere erste Kopfsteinpflaster-Passage auch, also möglich ist es durchaus und wir hatten bisher noch keinen Stoß, insofern. Vielleicht bahnt sich da was an. Ich muss es natürlich auch nicht beschreien. Auch wenn es sich jetzt natürlich hier nur um dieses Spiel handelt. Nun ja, wir haben relativ gute Tagesform bei Sam Bennett. Danny van Poppel wird heute auch relevant sein mit seinem Hügelwert, weil es ist eine deutlich hügeligere Sprintetappe, als das jetzt noch zuvor der Fall war. Gut auch, dass Sam Bennett jetzt zumindest einen 72er Kopfsteinpflasterwert heute hat. Das wird auch ein bisschen helfen. Wir werden ja, Ryan Mullen wieder einsetzen, genauso wie Konrad zum Schützen der beiden Kapitäne, die wir mit dabei haben. Ich denke mal, Kemna wird heute wieder das Wasser holen. Genau, soweit, so gut. Und es kann losgehen. Wir haben regnerischeres Wetter. Ist auch hier das erste Mal in unserem Playthrough oder unserem Playlong oder keine Ahnung, wie ich das betiteln möchte. Ja doch, so Play-Along zur tatsächlichen Tour de France. Ich glaube, das passt einigermaßen gut. Und wir haben hier in der heutigen Etappe schon mal eine ganze Menge wieder an kleineren Bergwertungen, wo man auf jeden Fall aber einiges sammeln kann. Wir haben Kuretsky vorne, Fedorov, der momentan das Belgien-Trikot innehat bei uns, mit dem 73er Hügelwert. Ich glaube, der kann das heute auch einigermaßen gut verteidigen. Auch wenn es eben heute natürlich mehr Punkte zu holen gibt und es demnach auf jeden Fall möglich sein wird, dass er es auch verliert. Ich glaube auch nicht daran. Ich glaube, dass Fedorov es hier behalten wird. Wir werden gleich schon unsere erste oder einzige Kopfsteinpflasterpassage, möchte ich eher sagen, hineinfahren. Ich denke mal, das wird ein bisschen Energie kosten, aber ist jetzt nicht entscheidend. Wie ihr seht, konnten alle wieder relativ schnell regenerieren. Und alles, was ich tun muss, ist jetzt erstmal hier auf die Sprintwertung zu achten. Und das ist krass, weil ich glaube, es liegt daran, dass das hier die Tour de France ist und man halt sogar bis zum 15. Platz Punkte bekommt. Das war immer eine ganz schöne Menge. Aber die fangen hier so früh an, sich vorne gute Plätze einzufahren. Das ist echt ein bisschen stressig sogar, möchte ich behaupten. Aber gut. Ich werde mich heute einfach wieder an einen Hinterrad dranhängen. Ist mir egal. Auch wenn es letzte Mal überhaupt nicht gut geklappt hat. Es ist zu viel Aufwand, als dass ich das anders angehen wollen würde. Von Art. Geht noch nicht. Ab 4 kommen. Ach so, ich habe hier drauf geachtet. Okay. Wir sind ja noch hoch, Leute. Ich werd hier so ein bisschen nach hinten durchgereicht mit Bennett. Ne, immerhin Pedersen. Wir sind immer noch so weit hinten. Junge, die machen hier schon so früh so einen Stress. Das ist echt ungemütlich. Philipsen. Probier ich mal. Das Hinterrad zu erreichen. Ja, ich fahre ein bisschen rechts. Ich werde komplett wieder blockt. Das war das Wort. Pedersen. Komm schon. Bleib dahinter. Ach du heiliges bisschen. Was ist denn jetzt schon wieder?
Das Gefühl 2 Kilometer vor mir, ey. Bis ich erstmal sein Rad wieder eingeholt habe. Aber das passt doch ansonsten. Jetzt kann ich versuchen nochmal sogar hier an der Seite. Ne, nicht ganz. Aber es war am Ende, naja, immerhin noch ein paar Punkte bekommen. Lief besser als beim letzten Mal, würde ich behaupten. Jo. Wir sind momentan auf dem 7. Platz, aber ja, der Abstand, den Caleb Union hier einfach schon eingefahren hat, ist heavy, sage ich jetzt mal so. Oh Gott, Pause, 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 ganz ruhig. Wasser. So. Ah, das ist echt immer wieder so eine Sache. Da bin ich gerne dabei, das einfach zu vergessen. Excuse me for a minute. Ich wollte es nicht beschreien, ne? Ich habe gesagt, ich wollte es nicht beschreien. Was passiert? Ach du Scheiße, es ist so absolut extrem unpraktisch. Ich mach's so. Ich versuche mit Malen und Konrad zusammen den da hinten wieder. Was würde er jetzt machen? Einfach nur in Position, okay. Wir haben halt die Thunderpool noch hinten. Ich weiß nicht, Badi auch noch. Also ich hoffe, dass sich die, also Alpecin und GSM vielleicht auch noch mit dran beteiligen, hinten wieder ranzukommen. Ich muss 75 oder so. Den kommt sogar. Krass. Okay, die haben auf jeden Fall auch ein Interesse dran. Ekov. Hier Konrad ist auch mit am Start. Ja, wir sollten sie gleich wieder ranholen. Ja, aber ich glaube, dann ist der Etappensieg heute auch ein bisschen nebensächlich. Erstmal versuche ich jetzt mit Vlasov wieder dran zu kommen und wirklich nicht zu viel Energie dabei zu verbrauchen. Ja, aber hier, ich muss jetzt nichts mehr machen, weil DSM das hier übernimmt, fairerweise. Also fairerweise, aber netterweise, keine Ahnung. Komm, ich mach mal ein bisschen jetzt was mit. Was? Wir sind eh gleich wieder dran. Jo. Ausgerechnet. Ausgerechnet Vlasov. Und bei dir halt auch deswegen gut, dass ich da nicht alleine mit einem Klassementfahrer war, weil sonst, ne? Das wäre auf jeden Fall doof gewesen. Und deswegen bleibe ich halt immer eigentlich gerne vorne. Das hat nicht geklappt. Warte, kann ich nicht auch so irgendwie die Sachen vor allem, die Fahrer aus... Oh, sorry. Es war nicht so gemeint. Genau. Können wir wieder nach vorne fahren. Deswegen bleibe ich eigentlich immer gerne vorne, damit sowas unwahrscheinlicher ist. Weil, ne? Macht Sinn. Ich versuche es nicht zu erklären, aber ich denke, es ist naheliegend. Wenn vorne ein Unfall, also wenn du vorne bist, ist es unwahrscheinlicher, in einen Unfall mit verwickelt zu sein. Weil wenn du hinten bist, so, dann kann dich auch ein Unfall, der vorne passiert, halt auch selber mit ins Unglück reißen. Also habe ich es jetzt doch erklärt. Naja. Gut. Dann habe ich nicht gesagt, Konrad. Komisch. So. Kemner natürlich schon ein Edelwasserträger, den wir am Start haben. Und es sieht auch noch aus, dass wir der Fedorov auch heute sein Bergtrikot verteidigen können. Auf jeden Fall stark, aber natürlich nichts, was er wirklich langfristig durchziehen kann. Ich denke, das ist klar. Und wir sind hier vom vorletzten Hügel. Und wir sind ziemlich entspannt rübergekommen. Sam Bennett auch noch komplett voll mit seiner Energie. Und man sieht, dass der Grüne Wald ein bisschen weit... Und was ist denn jetzt schon wieder los? Leute! Oh, Jungs. Ich weiß nicht, woran es liegt. Was lag es am Hügel? An der engen Straße, maybe. Ups, sorry.
an der engen Straße kann es vielleicht auch irgendwie mit untergelegen haben. Horitz beispielsweise da hinten, krass. Stolz Van der Poel schon wieder. Eieiei, Matthews ist natürlich auch zum Beispiel jemand für diese Etappe, maybe. Krass. Krass, 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 was hier alles schon in diesen frühen, ja noch eher flachen Etappen abgeht. Finde ich echt erstaunlich. Ach so, wir sind jetzt schon. Ach so, wir sind jetzt schon in der Windkante wieder. Weil ich die Windkante noch aus. Ich will die Windkante ausnutzen, oder? Das Problem sind nur die beiden, weil die hier so weit hinten sind. Ah, oh, das ist doof. Ne, deswegen kann ich es gerade eigentlich nicht machen, actually. Die müssen weiter nach vorne. Sonst funktioniert es nicht. Das kann ich nicht machen. Wenn ich ausgerechnet halt dann Vlasov noch hinten verliere, dann hat es mir nichts gebracht. Nee. Das ist mir nicht wert. Na, jetzt wird es wahrscheinlich fast schon zu spät sein. Wobei, okay, ich probiere es jetzt, oder? So, Kemmler und Schachmann sind halt vorne, deswegen. Machen wir dazu, dann. Lass mich gucken. Wir werden auf jeden Fall Van Poppel hinter. Bennett hinter Van Poppel. So rum. Dann Malen oder Pollet. Pollet, ja, genau, Pollet. Dann Pollet hinter Malen. Malen hinter Schachmann. Konrad hinter Bennett in dem Fall ausnahmsweise mal. Und Vlasov hinter Konrad. So, und dann gehe ich auf. Eher so 82 gerade mal. Weil die ja noch ein bisschen weiter hinten sind teilweise. Weil das auch ein bisschen zu viel gerade zu sein scheint. 80 eher. Wir kommen nicht durch. Das ist das Problem. Ja, jetzt, 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 jetzt. So, haben wir dann auch alle mit dabei. Tatsächlich. Ja, perfekt. Dann würde ich mal sagen, über den Hügel. Geht so mit einer 87 weiter ungefähr. Ich hoffe, dass da keiner versucht, da irgendwie sich dazwischen zu quetschen. Dass da nichts abreißt. Ja, es sieht gut aus. Oh ja. Das könnte was geben. Auch wenn sich das gerade ein bisschen in die Länge zieht, deswegen ich hier wieder auf die 85 besser runterschalte. Oh, es zieht sich ein bisschen zu viel in die Länge. Für meinen Geschmack. Gerade eben wegen der Windkante. Und ausgerechnet Konrad und Vlasov sind es, die Schwierigkeiten haben zu folgen. Jetzt sind sie wieder hinten dran. Und jetzt, guck mal, jetzt ist es so ein bisschen gecrouched, ne? Ein bisschen enger wieder. Crowded eher? Keine Ahnung, wo das jetzt gerade herkam. Jetzt gehe ich hier mit einer 88 hoch, oder? Mit einer 88, komm. Mit Kemner hier, oder? Das ist schon dieser Hügel, ne? Ja, dann gehe ich mit einer 90 hoch, oder? Da kenne ich nichts. Ich will ja vielleicht dann noch ein paar Leute fallen lassen. Das wäre ja Optimalfall. 95 über die Spitze rüber. Bitte nicht Blaser. Oh ja. So, und jetzt wieder auf die 90 runter oder noch mehr, 85 oder? Ja, so in die Richtung. Auch ganz entspannt. Vor allem Schachmann so. Schachmann komplett entspannt. Alle anderen waren bei mir auch so, oh Gott, das ist schon hart gewesen. Und so Schachmann so, war was? War ein bisschen anstrengend, aber guck mal, was wir hier für ein Loch nochmal gerissen haben tatsächlich. Wir haben nochmal diese vordere Hauptgruppe wirklich in der Hälfte zerteilt. Das ist das Meer, was hier scheinbar wieder auch diese Windkante herstellt. Ziemlich nice, diese Windkantenmechanik jetzt auch in Tour de France, in Pro Cycling Manager. Irgendwie enjoy ich die. Das macht irgendwie Bock. Hat was. Und bringt auch, glaube ich, nochmal so. Ja, ein bisschen mehr. Ja, ein bisschen mehr einfach rein in das Game so. If you know what I mean. Gehe ich mal. Geh jetzt einfach mit 1,95, oder? So in die Richtung. Wobei ich gehe 90, weil ich habe ja Konrad hinten. Lass mich ein bisschen überlegen, maybe. Ja, doch, oder? Ich mach's so irgendwie. 90. Hoffentlich läuft es ein bisschen besser jetzt.
Die sind da am Hinterherjagen. Ah, ich glaube, sie schaffen es halt wahrscheinlich, wenn ich jetzt nur auf 90 gehe. Aber wir sind immer noch in der Windkante gerade drin, ne? Das sind die letzten 100 Meter. Ein paar 100 Meter. In der Windkante noch. Soll ich irgendwie... Ich weiß nicht, wie ich es weiterfahren möchte. Ich glaube, ich bleibe gerade einfach bei... Nee, ich gehe nochmal 95 wegen der Windkante. Gehe dann später mit Schachmann nochmal auf 90. Ich habe die Windkante so ein bisschen im Blick unten. Und gleich, ja, das geht fast perfekt auf, wahrscheinlich sogar noch. Mit Chemners roten Balken. So. Und jetzt ist Schachmann an der Reihe. Guck mal, wie viel Energie der noch hat. Er ist unglaublich. Gehe ich jetzt mal nochmal eine richtig ekelhafte 90 reindrücken. Ich glaube, das wird nochmal echt ekelhaft für die anderen auch mit Schachmann. Apropos, ich wollte mir nochmal das Finish ein bisschen angucken. Oh, da gibt es noch ein paar Kurven, hier vor allem, die man mit bedenken kann. Und kurz vorm Ziel halt nochmal eine eklige Kurve. Nicht ganz so eklig, aber die wird halt auch eklig sein. So, und jetzt muss ich in die 99 reinballern, glaube ich. Weil wir sind schon bei der 5er Kilometer Marke. Es wird, glaube ich, Zeit. Vor allem, da war jetzt auch nochmal diese Kurve. Malen kommt gefühlt gar nicht mehr hinterher, so ist das Ding. Was mache ich denn mit der Geschichte, dass Malen jetzt nicht mehr hinterherkommt? Ja, auch er kommt ja noch, aber... Was macht man hier vor, gibt es schon krass. Es ist halt nicht optimal hier von den Werten, geregelt von mir jetzt. Lag halt in der Position, wie wir hier reingefahren sind. Ich bin mir nicht sicher. Ich versuche das jetzt irgendwie mal besser hinzubekommen als in den letzten beiden Etappen, deswegen nehme ich jetzt noch ein bisschen Zeit, das so im Kopf durchzugehen. Haben 3,3 Kilometer. Ich versuche eigentlich wieder mit Pollitt. Ich glaube, ich überspringe Malen vielleicht einfach. Wobei das nicht gut ist. Glaube ich. Gehe ich jetzt mit Malen 99, oder? So. Malen 99. So, zack, 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 zack. Nicht gut. Ja, deswegen, zack. Energiegel Pollitt 99, nicht den Sprint. Ich versuche das jetzt mal so rum. Vielleicht funktioniert es besser. Und dann gleich mit Van Poppel. Jetzt, oder? Jetzt ist Zeit, mit Van Poppel zu sprinten, glaube ich. Ich hoffe, das ist richtig. Wir sind jetzt um diese Ecke rumgefahren. Das heißt, eigentlich perfekt. Wir sind in einer super Position. So, ich würde sagen, komm mal, das muss es jetzt sein, oder? Pollitt ist aus dem Weg. Von Poppel. Zieht an. Konrad schafft es nicht, dran zu bleiben, aber es ist okay. Grünewegen hat sich noch an das Hinterrad von Bennett gehangen. Und ich würde sagen, wir sind jetzt hier wirklich in einer optimalen Ausgangslage für die Flamme Rouge. Ich habe mir gerade eben nochmal die Geschwindigkeiten angeschaut und es sieht aus, als müssten wir das jetzt eigentlich holen können. Ich glaube, wir müssen halt noch so 200 Meter mit Van Poppel durchziehen. So ungefähr. Und jetzt, ich glaube, Grünewegen versucht halt auch vorbeizuziehen. Aber er wird es hoffentlich nicht schaffen. Und ich glaube, ich muss es machen. Es tut mir leid für Van Poppel, aber das ist das Beste jetzt für Bennett. Darf jetzt wieder weiter sprinten. Und ich hoffe, das klappt. No regrets, 700 Meter. Sam Bennett. Er gewinnt. Wir holen uns den Stage Win und es ist noch Energie übrig gewesen vom Rundenbalken. Vor Dylan Grunewegen, vor Konrad. Okay, das ist actually ziemlich krass. Im Vlasov auf 5, wow.
Das war wirklich sehr erfolgreich, würde ich sagen. Das hat super gut funktioniert. Und ich denke, wir haben noch ein paar Sekunden rausgeholt, auch auf vielleicht sogar Klassementfahrer. Wobei, nicht unbedingt. Wow, unglaublich. Also, das sieht nach einem richtig, richtig starken Ergebnis aus. Damit bin ich mehr als happy. Wir haben hier eine Zeitdifferenz bei den Kolben. Und wir haben zum Beispiel Pinot und Thomas haben wir hinten auf jeden Fall. Alaphilippe, Uran, Bardet, okay. Ich glaube, da waren tatsächlich ein paar Klassementfahrer mit dabei. Das ist natürlich schon ziemlich stark bei so einer Etappe. Das bedeutet, wir sind auf dem fünften Platz gerade mit Maximilian Schachmann. Roglic war auf jeden Fall auch mit vorne dabei. Wir sind aber auch jetzt schon auf dem 10. mit Vlasov und das ist wirklich stark, weil wir haben nur noch eigentlich Roglic und Pogacar als Klassementfahrer mit am Start vor ihm. Das ist sehr gut. Auch nicht schlecht, sieht es gerade aus im Kampf ums grüne Trikot. Wir haben auf jeden Fall sehr viel aufgeholt auf Caleb Ewan. Da kommt tatsächlich die Kamera irgendwie mit dabei. Am Ende habe ich kaum mitbekommen. Ah ja, doch, da wo er den. Ja, ja, klar. Den letzten Hügel. Wo wir ein bisschen Stress gemacht haben. Brauchen wir es nicht anzugucken. Und auf dem zweiten Platz in der Teamwertung. Das sieht doch richtig stark aus. Also, ich freue mich jetzt schon auf die nächste Etappe. Wo ist das Kopfsteinpflaster? Wir werden Vlasov beschützen müssen. Ich glaube wahrscheinlich sogar mit Nils Pollitt. Wir können nicht für eine Etappe gehen. Weil gerade einfach die Ausgangslage für das Klassement einfach viel zu gut ist, als dass wir uns da irgendwie was nehmen lassen wollen. Insofern heißt es dann morgen Kopfsteinpflaster. Wird auf jeden Fall nochmal sehr spannend. Und bis dann, macht's gut und bye bye.